So, hallo Jan, willkommen zu diesem Video-Interview. Ja, hallo Sandro. Toll, dass es geklappt hat. Ganz herzlichen Dank. Und Ja, vielleicht bitte. steigen wir gleich mal ein, indem du erzählst, wie viele Kinder du hast, mit wem und in welcher Art und Weise du mit denen zusammenlebst. Ja, also ich habe zwei Kinder. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt 9, und eine Tochter, die ist jetzt 3. Und der Sohn stammt von meiner Ex-Frau. Wir leben das Wechselmodell. Und ja, die Tochter stammt von meiner Ex-Freundin. Und da leben wir ja das Residenzmodell. So, wie ist das entstanden? Damals haben ich und meine Ex-Frau uns getrennt. Und das war 2014. Und da hatten wir gleich, ja, also es ist ja ziemlich ruppig auseinandergegangen. Wir hatten schon ziemlich Streit und bei manchen ist es so, bei manchen ist es so. Aber wir hatten von Anfang an gesagt, dass der Sohn darunter nicht leiden soll. Und wir hatten uns gleich fürs Wechselmodell entschieden. Und das war ganz gut, weil es war ziemlich, es hat die Spannung weggenommen. Es gab ja nichts mehr zu streiten, weil unser Sohn war ja gleichberechtigt bei jedem und das hat funktioniert. Also grundsätzlich bin ich so ein Mensch, ich bin ein Familienmensch und also eine Grundvorstellung so vom, so was eigentlich zu mir passt, ist eigentlich so verheiratet sein, eine Frau haben und auch nur von einer Frau Kinder bekommen. Das ist ja so der Idealgedanke, was so ein normaler Mensch, ich sag mal so, einfach hat. Aber dann habe ich ja meine Ex-Freundin kennengelernt und da habe ich gesagt, komm, das ist jetzt Geschichte und dann habe ich halt praktisch nochmal eine Chance gegeben. Und ja, und dann kam es irgendwann dazu, ja, sie wurde halt irgendwann schwanger. Und dann haben mich so einige Freunde von mir so haben gesagt, du Jan, sag mal, also irgendwie passt da was nicht. Also wir haben so das Gefühl, dass diese Frau eigentlich nur ein Kind möchte. Also sie will mit dir eigentlich gar nichts zu tun haben. So, wir sehen dich auch gar nicht mit ihr in der Öffentlichkeit und gar nichts, nichts. Ich so, ja, irgendwie hast du da recht. Ich muss da mal irgendwie mal auf den Zahn fühlen und dann habe ich ja mal gefragt, ich sage so, ja, wie sieht's denn bei dir aus? Ich sag so, wir bekommen zusammen oder wir wollen zusammen ein Kind haben. Und ja, wie sieht's denn aus mit Zusammenziehen und heiraten grundsätzlich? Was denkst du darüber? Ja, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich sag so, ja. Da war ich erstmal baff. Ich habe mir gedacht, Mensch, also haben meine Freunde jetzt recht? Stimmt das so? Ja, und wenn so jetzt so im Nachhinein, so nach 3 Jahren, da kann ich wirklich sagen, also das war wohl so. Ich meine, wenn man nicht mal den Namen bestimmen kann, den Vornamen, den Nachnamen nicht, also eigentlich hat sie das, ja, das Komplettpaket bekommen. Ne? Und selbstverständlich auch das Residenzmodell, natürlich bei ihr. Und ja, also ich kann sagen, ich gehöre zu denen, die das Wechselmodell leben und auch das Residenzmodell. Und ich meine auch, ich kann schon was darüber sagen, was gut ist und was schlecht ist. Ich kann aber sagen, dass grundsätzlich bin ich der Meinung, das ist auch so, dass Kinder beide Elternteile brauchen. Was hat mein erster Anwalt hat mal zu mir gesagt, ja, Herr von Holt, jetzt stellen Sie sich doch mal vor, Sie gehen mit dem Kind auf den Spielplatz. So, jetzt stellen Sie sich doch die Mutter mal vor. Die Mutter, vorsichtig, was bekommt das Kind, wenn die Mutter das Kind so ein bisschen schaukelt? Ja, Geborgenheit, Vorsicht. So, jetzt geht der Vater auf den Spielplatz. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr, das Kind lacht. So, was bringt der Vater denn mit?
Ja, der hat natürlich ein bisschen, also das Kind hat natürlich ein bisschen mehr Spaß und zeigt dem Kind auch, man muss sich auch mal was trauen im Leben, um mal was zu erreichen. Also dieses kleine Beispiel, das ist ja nur ein kleines Beispiel, zeigt uns doch mal auf, dass Kinder beide Elternteile brauchen. So ist meine Einstellung. Und ich denke mal, so denken auch viele. Ja, da hast du jetzt schon einen Bogen aufgespannt, über was wir noch im Verlaufe des Interviews reden können, nämlich warum das Wechselmodell Sinn macht für Kinder, für die psychologische Entwicklung. Was mich jetzt noch zuerst noch, was das Biografische angeht, interessieren würde, die Partnerin, Ex-Partnerin, mit der du das Wechselmodell lebst, beziehungsweise auch mit eurem gemeinsamen Sohn. Habt ihr vor der Trennung auch schon quasi das Wechselmodell gelebt? Also wart ihr da 50-50 Eltern, als ihr noch zusammen wart, oder war das anders? Nö, wir haben ja alle nun mal in einem Haus gelebt. Und ich war zu dem Zeitpunkt noch viel beruflich unterwegs. Und ja, also wir hatten ja beide gleich teilgenommen, ne? Das kam alles sehr plötzlich. Aber wir hatten das gleich so vereinbart. Und damals war das ja auch noch so, da war ich viel unterwegs. Und da hatten wir von Anfang an gesagt, pass auf, ich bin jetzt 2 Wochen mal in Italien, kannst du ihn 2 Wochen nehmen? Und hatten wir auch gesagt, wenn ich dann wieder da bin, dann nehme ich ihn 2 Wochen. Das hat man dann auch ganz locker aufteilen können, ne? Das Also war das dann kam nach an. der Trennung, aber als ihr noch Genau. zusammen wart, habt ihr es da auch schon aufgeteilt, 50-50? Nö, das war eigentlich. Du meinst jetzt, wenn als ich hier war zu Hause so, die Erziehung selber. Genau, also heute spricht man ja von der Care-Arbeit, Neudeutsch, ja. Ja. Und wer hat bei euch den Hauptteil der Care-Arbeit gemacht? Also wer hat sich um den Sohn gekümmert, als ihr noch ein Paar wart? Ja, also sie war zu Hause und ich war ja arbeiten und von daher hat sie schon zu dem Zeitpunkt doch ein bisschen mehr gemacht, ja. Also es Ich war ja war die arbeiten, ne, und klassische traditionelle Aufteilung, bevor ihr euch getrennt habt. ja, genau, so war das damals, ja. Und trotzdem hat die Mutter deines Sohnes dann nachher gesagt, ja gut, lass uns das Wechselmodell machen. Genau. Was war ihre Überlegung, ihre Motivation? Ihre Motivation hat sie damals ganz klar gesagt, dass sie das nicht übers Kind austragen möchte. Weil sie kann schon ganz klar entscheiden, was eine Beziehungsgeschichte ist und was eine Kindgeschichte ist. Das muss man ja, wenn man eine gewisse Reife hat, das muss man ja trennen können. Weil man kann ja nicht das alles aufs Kind übertragen. Und das konnte sie halt unterscheiden. Und von daher, sie wusste ja, mein Sohn, der braucht mich, sie aber auch. Also gab es da nur eine Lösung für. Also sie hat nicht gesagt, du, ich habe ja jetzt unseren Sohn viel öfter betreut als du, der hat eine stärkere Bindung an mich. Ist doch ganz logisch, dass der jetzt mehr Zeit mit mir verbringen muss. Nee, also so ein Gespräch gab es nie. Also warum auch? Also hätte sie sagen können, ja, aber das war ja nicht der Fall. Und offensichtlich hast ja du dann auch das Wechselmodell gewollt. Das heißt, nachdem ihr euch getrennt habt, hast du da umgedacht? Hast du dir überlegt, Mensch, ich will mehr Vater sein, ich will mehr Zeit mit meinem Sohn verbringen? Hast du bei der Trennung erst gemerkt, was eigentlich deine Vaterrolle ist? Also warum hast du vorher das traditionelle Modell gelebt? Ich sage mal das 50er-Jahre-Modell, Vater geht arbeiten, Mutter ist zu Hause. Und warum hast du dann nach der Trennung gesagt, hey, ich würde gern meinen Sohn im Wechselmodell erziehen? Naja, also ich habe mich ja schon vorher um meinen Sohn gekümmert. Also vor der Trennung ja schon. Und naja, sagen wir mal so, jetzt musste ich mich ja mehr um meinen Sohn kümmern. Er konnte ja jetzt nicht mehr zu Mama, wenn ich hier zu Hause war. Und so habe ich dann auch ganz bewusst das so aufgenommen und habe mich dann auch mehr um meinen Sohn gekümmert.
das habe ich dann so hingenommen. Und ich fand das auch toll. Also von Anfang an habe ich dann auch viel mit ihm unternommen. Und mal in den Freizeitpark. Und also man kann sagen, ich habe meine Vaterrolle eigentlich mehr eingenommen. Das konnte man schon merken. Von der Zeit her schon, ja. Also bist du da absichtlich dahin gekommen oder hat dich deine Ex-Partnerin quasi gezwungen und gesagt, du, ich möchte, dass wir das Wechselmodell leben, damit unser Kind keinen Schaden hat von der Trennung? Und dann hast du gemerkt, hey, ist ja eine tolle Sache, mit dem mehr Zeit zu verbringen. Nee, das wollten wir beide. Also das kann von beiden sein. Okay, Also und was war ich dann wollte deine das auch. Motivation? Weil du hast gerade erzählt, dass du, ich versuche es nur zu verstehen, ja. Du hast gesagt, nach der Trennung habt ihr das Wechselmodell gelebt und dann hast du gemerkt, dass es toll ist, so viel Zeit miteinander zu verbringen. Was war deine Motivation nach der Trennung zu sagen, ich möchte das Wechselmodell leben? Na, für mich war ja halt mein Sohn das Wichtigste. Und da habe ich rein instinktiv schon mich dafür entschieden, dass ich mich jetzt mehr um meinen Sohn kümmere, wenn er bei mir ist. Also wir teilen es so ein, das muss man ja so machen, so leben. Wenn man das Wechselmodell hat, dann hat man ja die eine Woche, je nachdem wie man wechselt, die eine Woche hat man mehr Zeit für sich, beruflich, oder man hat ein Projekt, man baut irgendwas. Und in der anderen Woche, da kümmert man sich mehr ums Kind. Also, so leben wir das. Das Okay, funktioniert auch ganz gut. und gab es bei dir irgendeinen Moment, also wie war das, als du dir nach der Trennung, als du gesagt hast, ich möchte das Wechselmodell, gab es da irgendein Erlebnis? Du hast dir ja nach der Trennung überlegt, okay, wie soll es weitergehen? Soll weiter sie aufs Kind aufpassen, ich arbeite hauptsächlich, oder teilen wir es anders auf? Warum hast du dich fürs Wechselmodell entschieden? Naja, grundsätzlich, weil unser Sohn ja beide Elternteile braucht. Das ist ja der Grundgedanke. Also da gab es für Okay. mich auch keine großartigen Überlegungen. Weil Okay, das heißt, mit der Trennung war dir klar, also jetzt Wechselmodell, weil ich bin genauso Vater, wie sie Mutter ist. Wir sind da gleichwertig und das möchte ich meinem Sohn bieten. Genau. Also wir haben uns da vorher auch. Und diese Begrifflichkeiten, Wechselmodell, kannten wir vorher gar nicht. Für uns war das völlig normal. Weil das ist ja, wenn jemand das Kind mitnimmt, dann ist doch ein Krieg vorprogrammiert. Warum sollte man das Kind denn in einen Krieg mit reinziehen? Also so Begrifflichkeiten, Wechselmodell, Residenzmodell, damit haben wir uns vorher gar nicht befasst. Und sondern sonst war eigentlich klar, das Kind ist ja völlig klar. Es sind ja beide Eltern und beide Eltern sind ja für das Kind da gewesen, dann soll es auch weiterhin so bleiben. Das finde ich einen ganz tollen Aspekt, weil ich habe jetzt immer wieder nachgefragt und ich habe gemerkt, dass du ein bisschen irritiert warst, warum ich da so insistiere und immer nachfrage. Und ich merke gerade, dass ich auch schon so in diesem Wechselmodell, Residenzmodell, Jugendamt, familiengerecht denken drin bin. Aber du hast recht, das ganz natürliche Denken, ja, ohne dass man diese Konzepte kennt oder ich sag mal in dieser Welt der Machtspiele getrennter Eltern und familiengerecht und Jugendamt da drin ist, das natürliche, normale Denken ist, ja, na klar hat das Kind zwei Eltern und gehört zu beiden Eltern nach der Trennung. Das ist auch eigentlich ganz völlig normal. Okay, Ich meine, jetzt wenn habe ich ich es das. verstanden. Danke. Cool. Ja, und habe ich dich richtig verstanden, dass ihr das nicht unbedingt starr lebt, das Wechselmodell, sondern wenn du mal spontan beruflich was machen musst oder sie vielleicht auch, dann seid ihr da auch flexibel. Ja, also im Moment ist es nicht mehr so. Ich bin ja jetzt immer zu Hause. Also im Moment leben wir da starr, ja, aber wenn jemand zum Beispiel aus dem letzten Jahr zum Beispiel fragt meine Ex-Frau mich, pass auf, wir wollen diese Woche, also in 3 Wochen wollen wir zu meinem Opa und da würde ich Florian gerne mitnehmen, aber das passt nicht halt in diese Wechselwoche rein. Es gibt einfach nur ein Zauberwort. Wenn man zusammen ein Kind hat, gibt es eigentlich nur ein Zauberwort. Das heißt einfach, ja, einfach ja. Ganz einfach. Weil ich weiß ja auch, wenn ich jetzt sag, pass auf,
Ich würde gerne an dem Wochenende mit ihm zelten gehen. Passt ja aber auch nicht in die Reihe. Dann bekomme ich auch ein Ja. Das ist eigentlich ganz einfach. Das Zauberwort heißt einfach Ja. Okay, was ist dann mit deiner Tochter und dieser Ex-Beziehung? Ja, wenn in der einen Beziehung, was deinen Sohn angeht, dieses Zauberwort Ja so einfach kommt, hörst du dann in der anderen Beziehung dauernd ein Nein? Und was ist das dann für ein Wort? Ist es ein Wort aus der Hölle oder ist es ein böser Zauber? Naja, also ich höre jetzt nicht immer ein Nein. Wenn es so um kleine Sachen geht, höre ich nicht immer ein Nein. Das muss ich auch mal so sagen. Aber wenn es so um Übernachtung geht, da höre ich grundsätzlich immer Nein. Und Nein ist einfach, ich weiß nicht, das ist irgendwie, ja, das passt nicht in eine funktionierende Sache rein. Warum, vor allem wenn es unbegründet ist. Wenn man Nein sagt, dann muss man auch irgendwie eine Begründung haben. Wenn du das vergleichst, und du kannst ja den Vergleich machen, ja, du lebst beim einen Kind, beim neunjährigen Sohn, das Wechselmodell, bei der dreijährigen Tochter gezwungenermaßen, ich denke mal unfreiwillig, das Residenzmodell. Ja. Wenn du die zwei Sachen vergleichst, was ist der erste Gedanke, den du dabei hast? Der erste Gedanke. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Also, ich will es mal so sagen, wenn du mich das so gefragt hättest nach einem Wechselmodell, so nach meinem ersten Kind, dann da war ja noch ein Kinderwunsch da. So, aber nach dieser Geschichte, wenn man erst bewusst wird, wenn man das erst bewusst mitbekommt, was hier in Deutschland eigentlich so abgeht, dass eine Mutter einfach alles machen kann, was sie möchte. Sie kann einfach alles machen, was sie möchte. Und wenn man das so mitbekommt, also dann kommt erstmal der erste Reflex, oh ja, also ich glaube, ich muss jetzt erstmal ganz dringend erstmal zum Urologen gehen und das Thema Vasektomie und zwar so gleich ansprechen und das war's denn. Kinderwunsch hat man dann definitiv nicht mehr. Wenn man dann noch so vom Jugendamt irgendwelche Schreiben kriegt, dass man irgendwelche Auskunftsbögen über den Unterhalt ausfüllen muss, wo denn gefragt wird, also der Arbeitgeber wird ja gefragt, war denn der Mitarbeiter krank und wann war er denn krank? Oder wurde er gekündigt? Und warum wurde er gekündigt? Also wenn ich sowas lese, also ich glaube, da würde jeder Urologe damit richtig gut Werbung und richtig gut Geld machen. Also unglaublich. Also wer will denn sowas ausfüllen? Das ist ja, also nochmal so als Abschluss, also das Residenzmodell ist für mich absolut abschreckend. Das heißt ja nach deiner Erfahrung, wenn ich es richtig verstehe, du bist als Vater eigentlich völlig von der Mutter abhängig. Wenn die Mutter vernünftig ist, dich als Vater anerkennt, wunderbar. Sobald die Mutter das Kind für sich will, Macht ausüben will, wird sie vom Staat unterstützt und du hast gleich die Behörden, die Gerichte gegen dich, die im Grunde dich auf eine gewisse Art kastrieren, nämlich dich in deinem Recht, Vater zu sein, kastrieren. Wenn es die Mutter denn so will, dann wird es auch ausgeführt. Genau so ist es. Genau so ist es. Das wird auch noch alles komplett unterstützt. Ja, und warst du denn jetzt beim Urologen? Ja, natürlich. Ich werde nie wieder Kinder haben. Nach dieser Geschichte nie wieder. Ist aber Solange einschneidend. Also, solange das ist die Gesetze hier so sind, auf gar keinen Fall. ja im wahrsten Sinne des Wortes ein einschneidendes Erlebnis, ja. Also, wenn ich es mal so sagen darf, das
Also ich weiß nicht, ob ich lachen soll oder nicht. Das Lachen bleibt mir fast im Hals stecken. Das heißt, das Erlebnis mit dem Residenzmodell war so schlimm, dass du wirklich den Schritt getan hast und gesagt hast, ich will sicherstellen, dass ich nie wieder ein Kind habe. Also es war mir schon vorher bewusst, als sie noch schwanger war. Da habe ich mich mal ein bisschen informiert, was denn passiert, wenn. Und ja, da habe ich mich eigentlich schon, ja, das rechtzeitig machen lassen. Das ist schon übel. Also, Also weißt da hat sich ja noch in der Beziehung so rausgestellt, dass sie noch ein zweites Kind wollte. Und das, also wenn man schon so meint, so von wegen, dass die Namensbestimmung und so, Namensbestimmung ist schon mal nicht, und dann habe ich auch überhaupt keine Lust. Also warum? Dann weiß ich eigentlich auch schon, wofür ich da bin. Wohl kaum, um eine Familie zu haben. Ich meine, es gibt ja auch Unterhalt. Es gibt ja auch noch die Familienzulage, Kindergeld. Da kann man schon ein Haus von bezahlen. Das ist schon ein Reiz dafür. Verstehe ich das richtig, dass du dich mit diesem Schritt zur Vasektomie im Grunde vor weiteren Traumata schützen wolltest? Ja. Genau. Ja. Das muss richtig schlimm gewesen sein, nachdem du im Grunde warst du ja, ich will nicht sagen doppelt naiv, also aus meiner eigenen Erfahrung, ich hätte mir ja selber nicht vorstellen können, wie das Ganze mit Jugendamt, Gericht verläuft in Deutschland, ja, wie mit dir als Vater umgegangen wird, wenn die Mutter quasi will, dass mit dir so umgegangen wird, ja. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, aber du bist ja quasi in einem gewissen Sinne noch viel naiver reingegangen, weil du hattest eine Trennung. Die war, was das Kind angeht, völlig unproblematisch, hat sich auf eine neue Beziehung eingelassen und plötzlich läuft es ganz anders und du hast ja noch aus der vorigen beendeten Beziehung eigentlich erlebt, wie normal es funktionieren kann. Dann hast du in der nächsten Beziehung erlebt, wie unnormal es funktioniert und dann auch noch, dass der Staat ja dabei auch noch die Mutter unterstützt. Du hast ja überhaupt keine Unterstützung bekommen, nehme ich mal an. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ging damals ja schon los. Ich habe ja irgendwann mal das Jugendamt eingeschaltet, damit man zumindest mal das klären kann, wie überhaupt der Beziehungsstatus ist und alles. Und da kam ja schon beim ersten Termin beim Jugendamt, kam ja schon eine Unterhaltsforderung. Und von da, ab dem Termin war mir eigentlich klar, okay, jetzt weiß ich, wofür ich da war. Jetzt weiß ich, wofür ich da war. Deswegen ja auch zusammenziehen, heiraten. Aber das Kind, das geht. Kind geht. Das ist schon echt krass. Ich merke dir an, dass du dich gedemütigt gefühlt hast, oder fühlst du dich noch gedemütigt? Im Moment nicht mehr. Damals war das so und heute, das prallt heute mehr an mir ab. Weil ich weiß ja mittlerweile, wie die Jugendämter drauf sind, und man wird ja immer bedroht und irgendwie genötigt, was zu unterschreiben und hier und da, wenn man jetzt hier so einen Auskunftsbogen bekommt über den Umgangsverweigerungsbonus, Entschuldigung, ich wollte sagen Unterhalt, ja, also, und dann wird geschrieben, bis dann und dann muss das fertig sein, ansonsten bla bla bla, schreiben wir ihren Arbeitgeber, dass sie keine Auskunft geben wollten und so ein Quatsch, und
da packe ich die Unterlagen schon aus Reflex schon unter ganz unten unter, damit, ach, das ist, das mache ich genauso wie die Beamten dann. Das ist mir mittlerweile sowas von egal. Das prallt sowas von an mir ab. Ich finde dieses arrogante Verhalten, dieses von oben herab. So, sie sind nur der Vater und wir können jetzt hier alles machen, was wir wollen. Und wir wollen jetzt mal wissen, wie viel Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld und Bonus und alles. Das wollen wir alles wissen. Und ob sie auch vielleicht auch eine Rente bekommen. Und eine Rente bekommt man ja, eine Unfallrente bekommt man ja, wenn man einen Unfall hatte und Schmerzen hat. Ja, aber wir wollen auch nur wissen, wie viel Rente sie bekommen, aber wie viel Schmerzen sie haben. Nee, die Schmerzen wollen wir nicht haben, aber das Geld, das wollen wir nochmal aufrechnen. Das wollen wir dann nochmal mit reinrechnen. Schmerzen behalten sie, aber ne, ob man damit jetzt irgendwie extra Sport treiben muss oder irgendwas, vielleicht Muskelaufbau oder irgendwas, ob man da Ausgaben hat, das ist egal. Das ist auch egal, ob man ein Haus umgebaut hat, ein Zimmer für die Tochter von 5.000 Euro. Man hat alles umgerissen. Nee, das wollen wir auch alles gar nicht wissen. Das wollen wir gar nicht wissen. Die machen keinen Unterschied, ob man jetzt ein Vater ist, der sich nicht drum kümmert. Gibt's ja auch. Es gibt auch Mütter, die sich nicht drum kümmern. Die machen einfach keinen Unterschied. Ob man das Kind immer haben will, ob es ein eigenes Zimmer hat, mit Bett, mit allem drum und dran, mit Sandkiste, mit Spielhaus. Oder ob man einen Vater hat, der sich gar nicht drum kümmert und nichts hat. Die machen da keinen Unterschied. Die sagen einfach, nö, Unterhalt, fertig. Und hier Weihnachtsgeld und so, das wollen wir auch nochmal alles berechnen. Aber nur das wird gesehen, aber der Rest wird nicht gesehen. Das ist schon. Was denkst du, warum der Staat so agiert? Naja, also ich denke mal, die wollen sich ja irgendwie absichern. Ne? Die wollen da jemanden finden, der für das Kind bezahlt. Also denke ich mal so. Und warum sichert der Staat nicht vorrangig, dass das Kind beide Eltern hat, wie es in deiner ersten getrennten Beziehung ist? Warum ist es nicht das vorrangige Ziel? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Das wär ja schon eine Lösung von Grund auf. Dann müsste man sowas gar nicht machen. Das wäre eine bessere Lösung. Ich frage mich jetzt selber, warum macht man das nicht so? Ich meine, was denkst du? Ich hab da ja mal gesehen, es gibt doch, hast du bestimmt schon auch gehört, die Resolution 2079. Sagte ja auch was. Da, wo der, berichtige mich, wenn ich was Falsches sage, aber da hat doch der Europarat allen europäischen Ländern doch gesagt, dass sie das Wechselmodell als Leitbild einführen sollen. Das war 2015. Wir haben jetzt 2020. Was hat Frau Merkel denn gemacht? Die wurde mal gefragt und auf die Frage drauf, warum das noch nicht eingeführt wurde, ja, da muss ich erstmal Leute fragen, die sich damit auskennen. Ich kann da irgendwie nichts zu sagen. Und ja, Frau Merkel, das ist irgendwie ein bisschen, nur weil man keine eigenen Kinder hat, ich weiß nicht, muss man sich nicht um die Kinder in Deutschland kümmern? Ich meine, was hat denn die Politik jetzt gemacht in der letzten Zeit? Was hat die denn gemacht? Wir haben solche Sachen wie, du gehst jetzt zum Bäcker, du bestellst ein Brötchen und kriegst einen Bon für dein Brötchen, was du gekauft hast. Ne? Aber das Gute ist ja, dieser Bon, der ist laktose- und glutenfrei. Das großartig. Zum Glück haben wir so eine Politik, echt. Aber um unsere Kinder wird sich nicht gekümmert. Hauptsache irgendwie Geld und Gerichte laufen und Streit. Oh, ist doch schön, da können wir doch Geld mit verdienen. Ja, da ist eine Diskrepanz zwischen vielen Dingen, die entschieden werden, als Gesetz durchgebracht werden. Und so wichtige Probleme wie jetzt mit den Kindern, die fallen hinten runter. Ja. Ich habe noch eine Frage zu dem vorher. Wenn jetzt dieses Video die Mutter von deinem Sohn sieht,
kommt ihr dann auf die Idee zu sagen, hey, Moment, ich kann doch auch das Residenzmodell leben, dann kriege ich Kindesunterhalt, dann habe ich viel mehr Geld in der Kasse. Also könntet ihr jetzt auf Ideen kommen oder bist du dir da sicher, dass sie beim Wechselmodell bleibt? Meine Ex-Frau ist ein Herzensmensch, die sich um das Kind Gedanken macht und ist kein Geschäftsmensch. Sie will daraus keinen Gewinn schlagen. Genauso ich auch nicht. Ich könnte ja auch sagen, Mensch, mit irgend so einem Blödsinn anfangen mit, ach Mensch, hier ist ja sein Lebensmittelpunkt und hier hat er ja schon immer gewohnt und so ein Quatsch, aber warum? Nee, also da wird sie überhaupt nicht auf die Idee kommen. Also das, sie weiß auch, dass wir hier ein Interview machen und sie wird das auch sehen, ganz sicher. Ist nur die Frage, wie die andere Seite auf dieses Video reagieren würde. Ja, die andere Seite weiß ja jetzt, dass du sie wohl nicht für einen herzensguten Menschen hältst, dem das Ach. Kind an erster Stelle steht. Ja, aber jetzt kann man auch wieder sehen, das könnte man jetzt auch wieder so auslegen. Jetzt ist ja die Elternebene ja nicht mehr so gut, ne? Dann könnte man ja vor Gericht ja sagen, nee, die Elternebene ist nicht so gut und jetzt können das Wechselmodell, nee, das geht jetzt nicht. Das Ja, können wir nicht machen. das ist, also jemand, der das noch nie erlebt hat, der kann sich diesen Wahnsinn nicht vorstellen, dass ein Gericht sagt, ja, du gehst als Vater zum Beispiel vors Gericht, weil du dein Kind nicht so oft siehst, wie du willst, ja, nicht gleichberechtigt, gehst vor Gericht und dann sagen die, naja, weil sie sich streiten um die Kinder, können wir ihnen die Kinder nicht gleichberechtigt geben. Und damit ist das Recht ausgehebelt. Das ist, ich mache immer gerne den Vergleich, wie wenn wir zwei, du und ich, zusammen ein Auto kaufen und dann streitest du mit mir und sagst, nee, das Auto gehört mir und dann gehst du vor Gericht und dann sagt der Richter, na, weil sie sich beide streiten, können wir das Auto nicht 50-50 aufteilen. Ich gebe es einem von ihm und dann gibt er es dir, ja, weil du sagst, es gehört mir und ich muss dir noch den Sprit zahlen und die Versicherung. Ja, genau. Also es gibt praktisch einen Gewinner und einen Verlierer. Genau. Sehr, sehr gut, ne? Ja, ich meine, das wird ja sowieso ausgelegt, wie man möchte, ne? Also vor Gericht. Da kann man auch einfach mal lügen. Einfach mal, wenn einem nichts mehr einfällt, dann einfach lügen. Man kann einfach sagen, pass auf, nee, der Vater, der war ja nicht so zuverlässig. Der hat dann und dann an zwei Terminen hat er den Umgang nicht wahrgenommen und hat vorher nicht abgesagt. Komisch. Also bei mir war das auch so und merkwürdigerweise habe ich Fotos von diesem Datum auf meinem Handy drauf und du kennst das vielleicht ja auch unter Maps kann man ja auch die Zeitachse nachverfolgen, wo man war und merkwürdigerweise, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, da muss man, wo mein Handy dahin gefahren sein, hat meine Tochter abgeholt und hat sie dann auch wieder zu der Zeit hingebracht. Also das war aber nur mein Handy. Also Ja, die ich Google habe sie ja Maps nicht Timeline, abgeholt. ja. Ja, Ja, das auf ist der, also wer es noch nicht kennt, die Google Maps Timeline, wenn du auf deinem Handy das GPS immer anhast, dann notiert Google Maps automatisch, wo du bist. Und dann kannst du dir das anschauen auf einer Karte für das ganze Jahr, also eigentlich ab da, wo du die GPS-Funktion angeschalten hast. Und es ist wunderbar, ja, das. Man könnte jetzt sagen, ja, die Datenkrake Google, ja. Aber ich zum Beispiel habe das immer an bei mir. Meine Tochter hat es auch immer an auf dem Handy, weil das Jugendamt hat in meinem Fall mal behauptet, ich würde meine Aufsichtspflicht verletzen, meiner 12-jährigen Tochter gegenüber. Dann habe ich nur geschrieben, das ist darauf frei von diesem Artikel dazu, dass zu meiner Tochter und zu mir gibt es Google Maps Timeline-Daten, anhand derer ich genau nachweisen kann, wo sie war und wo ich war. Und ich kann damit beweisen, dass, was das Jugendamt sagt, falsch ist. ja, genau. Man könnte jetzt sagen, das könnte man ja auch manipulieren. Ja klar, wenn ich jetzt nach McDonald's fahre, nach Cuxhaven, kann ich McDonald's auch umbenennen auf, keine Ahnung, irgendwas, Adresse so und so.
Ja, aber den Verlauf, diesen grafischen Verlauf, den man ja sehen kann, den kann man nicht beeinflussen. Das geht gar nicht. Also in der Vergangenheit, das kann man nicht beeinflussen. Du kannst es sehen, du kannst es auch löschen, aber du kannst es nicht verändern und auch nicht... Aber weißt du, das Jugendamt hat da sicher wieder eine gute Idee. Die können dann behaupten, dass es vielleicht so ein Netzwerk von Vätern gibt, die sich gegenseitig die Handys irgendwo hinfahren, damit zu einem bestimmten Termin, zu einer bestimmten Uhrzeit, du behaupten könntest, du warst mit deinem Kind dort oder hast das Kind abgeholt. Ja, also. Oder hier, pass auf, ich habe hier, da muss ich wohl mit der Drohne hingeflogen sein, mit dem Handy. Und die Drohne, die ist erstmal eine Viertelstunde ums Haus geflogen und ist jetzt zurückgeflogen und später dann auch nochmal. Genau so war es gewesen. Also es ist, ich habe das noch nie in der Unterhaltung so gemerkt wie mit dir, wie abstrus und absurd dieser ganze Residenzmodell-Mist ist. Und das ist einfach deshalb, weil du ja das Wechselmodell lebst und das Residenzmodell lebst. Und ich merke, was es mit dir gemacht hat. Ich merke, dass du da zum Großteil drüber hinweggekommen bist. Aber du erlebst ja sicher auch täglich im Alltag, ja, wenn deine dreijährige Tochter mit deinem neunjährigen Sohn zum Beispiel zusammen ist, dann schaust du ja deine zwei Kinder an und jedes dieser Kinder lebt anders mit dir zusammen und du musst dir ja die Frage stellen, wenn du dir die anschaust, warum ist es so? Warum wird jedes dieser Kinder vom Staat quasi anders behandelt? Warum werden die nicht gleich behandelt? Das ist doch einfach totale Willkür. Ja, das ist auch wirklich totale Willkür. Ich finde das, also diese ganze Vorgehensweise, wenn man jetzt einen Antrag stellt ans Gericht, dann kommt ja immer Gerichtsbeistand. Er kommt dann zu dir, unterhält sich mit dir. Aber einfach mal die Frage, wie will denn ein, egal wie der jetzt ausgebildet ist oder irgendwas, wie will denn ein Mensch innerhalb von einer Stunde dich beurteilen? Also meine Meinung nach ist, selbst der Nachbarshund, der sieht mehr von mir und meiner Tochter, was wir zusammen machen, der kann das viel besser beurteilen, als Gerichtsbeistand, der eine Stunde herkommt. Verfahrensbeistand, meinst du, ja? Ja, Verfahrensbeistand, genau. Also so ganz verstehe ich das nicht. Wie soll das denn funktionieren? Ich meine, so ein Verfahrensbeistand, ich bin ein ehrlicher Mensch, ich sage immer so, wie es ist. Aber wenn jemand einen Verfahrensbeistand anlügt, dann kann er sonst was dabei rauskommen. Das weiß man nicht. Wie will man als Verfahrensbeistand oder als, keine Ahnung, wissen, ob der mich jetzt anlügt oder nicht? Man kann ja sonst was erzählen. Also, der Verfahrensbeistand, das soll ja die Interessen der Kinder vertreten vor Gericht. Das hört sich erstmal toll an. Ja, ganz toll. Das Problem ist ja, der Verfahrensbeistand wird vom Richter bestimmt. Mhm. Und im Gesetz steht ja nur, es muss eine geeignete Person sein. Aber was diese Eignung auszeichnet, bestimmt ja der Richter, ja, weil der bestimmt ja diese Person. Jetzt verdient der Verfahrensbeistand ja das Geld vom Gericht, ja. Und werde ich als Verfahrensbeistand nochmal bestimmt von demselben Richter oder von Kollegen, wenn ich vor Gericht etwas sage, was dem Richter nicht passt? Wahrscheinlich nicht. Jetzt muss man halt davon ausgehen, dass ein Richter ganz objektiv ist und sich wirklich an die Gesetze hält und zum Beispiel, so wie du jetzt sagst, auch auf der Metaebene reflektiert und sich sagt, naja, wie will denn die Verfahrensbeistände oder der Verfahrensbeistand jetzt wirklich feststellen, was die Interessen der Kinder sind? Das muss ich mal mit Vorsicht genießen. Aber so ist es ja in der Realität nicht, sondern wie du ja vielleicht erlebt hast und wie wir wissen ja an deinem geteilten Leben, ja, Wechselmodell auf der einen Seite, Residenz oder deiner geteilten Vaterschaft oder man könnte schon fast eine schizophrene Vaterschaft nennen, ja. Die Frau, die Mutter des Kindes
verhält sich vernünftig, sage ich mal, mit Herz, du hast das Wechselmodell. Die andere nicht, du hast das Residenzmodell und der Staat unterstützt sie noch dabei. Also kann doch was nicht stimmen. Das heißt ja, dass ein Richter eigentlich immer ein Ziel hat, sobald die Eltern vor Gericht sind, trennt der ein Kind von einem Elternteil. Und im Verfahrensbeistand, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich den Eindruck, ist dafür nur noch ein Teil dieser Fassade, die das Ganze sehr aussehen lassen soll, als würde es objektiv zugehen, weil dann gibt es nämlich eine Person, die für die Interessen der Kinder zuständig ist. Ja, das ist so. Und wenn ich mal so sagen darf, also wenn man das Resident, also das Wechselmodell für meine Tochter nicht möchte, ich aber das Wechselmodell, ein sehr gut funktionierendes Wechselmodell schon mitbringen, als, ich sag mal so, als Arbeitszeugnis, als Gesellenbrief oder wie auch immer man das sehen möchte. Und dann sagt aber hier, das Wechselmodell für sie, obwohl sie so ein gutes Arbeitszeugnis haben, nee, das geht nicht. Also dann würde ich mal behaupten, dann ist ja das Wechselmodell ja für meinen Sohn ja auch nicht gut. Dann müsste ich meinen Sohn ja auch sagen, dann müsste ich zu meiner Ex-Frau sagen, pass auf, also das Wechselmodell, das wird nicht so gut angesehen vom Gericht und ja, also wir wollen ja nur das Beste für unseren Sohn, deswegen kriegst du ihn jetzt. Genau, und das ist ja der Witz, das ist ein super Punkt, du hast es ja auch vorhin angesprochen. Wenn die Eltern sich einig sind, dann können sie das Wechselmodell leben und der Staat greift nicht ein. Ja. Wenn die Eltern sich aber uneinig sind, und einer den Staat bemüht, dann greift der Staat ein und verunmöglicht das Wechselmodell. Warum geht das Wechselmodell nur, wenn du dich freiwillig darauf einigst? Und warum geht es nicht, sobald der Staat mit involviert ist? Genau. Wo steht denn eigentlich geschrieben, dass das Residenzmodell Standard ist? Wo steht das geschrieben? Ja, wo steht geschrieben, dass das Wechselmodell nur dann gut für Kinder ist, wenn die Eltern sich einigen, aber dann schlecht ist, wenn ein Elternteil dagegen ist? Ja. Der Streit der Eltern, ja. Ja, die Eltern streiten sich, weil ein Elternteil möchte das Wechselmodell, der andere nicht. Ja. Aber warum soll dann das Wechselmodell schlecht sein in dieser Situation? Das kann keiner sagen. Das können Leute sagen, die damit Erfahrung haben. Alles andere ist völlige Willkür. Du hast Erfahrung. Irgendeine Meinung, vielleicht ist es ja auch eine Meinung, an der man vielleicht Geld verdienen kann. Ist ja auch nicht immer so ganz unvoreingenommen, ne? Vielleicht hat man ja einfach nur die Meinung, wo ich mehr Geld verdienen kann. Ne? Da sind wir wieder beim Verfahrensbeistand. Der Verfahrensbeistand verdient ja nur seine, ich glaube, 200 Euro pro Kind. Bei Eilverfahren sogar mehr, glaube ich, 350 oder so, wenn die Eltern streiten und vor Gericht sind. Der Verfahrensbeistand verdient kein Geld, wenn er alles dazu beiträgt, dass die Eltern sich ohne Gericht einigen. Jetzt, ich weiß gar nicht, ob du das mich jetzt trauen sollst zu sagen, aber jetzt, ich sage jetzt mal was ganz Böses, ne? Jetzt stell dir doch mal vor, jedes Gericht, so wie in vielen europäischen Ländern, sagen einfach zu den Eltern, wisst ihr was? Ihr habt euch getrennt, ihr lebt jetzt das Wechselmodell. So. Daraus entsteht ja irgendwie Frieden. Es gibt keine Streiterei, es ist abgeklärt. Es kann ja keiner mehr daran Geld verdienen. Wir haben Stammkunden verloren. Das wäre dann eine Tragödie. Also wir müssen jetzt das irgendwie so hindrehen, dass der auch nächstes Jahr wiederkommt. Ich glaube, in Australien war es. Dort hat man ja zwingend eine Mediation eingeführt für Eltern, die sich streiten um die Betreuungszeiten der Kinder nach der Trennung. Und man hat nicht das Wechselmodell als Standard eingeführt, aber es ist so als Leitmodell. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, bis zu 2/3 ging das Volumen runter, ja, an
Zuarbeit der Professionen, also psychologische Gutachter, Verfahrensbeistände, Anwälte. Und das ist ja ein Milliardenmarkt, das wissen viele gar nicht. Ja? Der ganze Kinder-Jugendhilfemarkt, der ist riesig in Deutschland. Ich glaube, irgendwas von 30 Milliarden habe ich gelesen. Ist einer der größten Wirtschaftszweige. Und die Caritas zum Beispiel ist ja, ich glaube, mit 300.000 Mitarbeitern oder so, der oder einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Das heißt, die Caritas verdient ja, wenn ich es mal böse sagen darf, mit dem Problem der Menschen ihr Geld. Ja? Und also da würde einiges eingespart werden und ein paar Steuern weniger eingenommen werden, wenn das Wechselmodell dasjenige wäre, wo die Richter sagen, nee, ihr macht es jetzt zusammen. Jetzt hast du gerade so ungefähr eine Antwort gebracht auf die Frage, die ja in der letzten Zeit war, warum dürfen denn die Millionäre, die Fußballspieler jetzt wieder spielen, aber und mein Sohn, der darf nicht mit den Nachbarskindern auf den Fußballplatz gehen? Weil man damit kein Geld verdienen kann, wenn mein Sohn mit den Nachbarsjungen Fußball spielen kann. Da gibt es kein Geld für. Mhm. Aber die Fußballspieler, da kann man auch wieder Steuern einnehmen. Da können wir Geld dran verdienen. Ja. Also eigentlich noch kurz, mir ist gerade noch eingefallen, wie oft siehst du denn deine dreijährige Tochter zurzeit? Also zurzeit, also jeden Donnerstag hole ich sie ab, nachmittags. Und in der Elternvereinbarung, in der aktuellsten, steht drin, dass ich sie jedes Wochenende habe. Die eine Woche Samstag und Sonntag. Eigentlich auch schon lange mit Übernachtung. Und in der zweiten Woche Samstag oder Sonntag. So, aber es ist jetzt in der Praxis so, ja, vor Gericht, was da gesagt wird, was man vereinbart hat, das ist halt nicht so wichtig. Und nö, wir können uns ja dem Richter oder der Richterin halt über ein bisschen übergehen und nö, wir machen das selber. Und ich sehe sie jetzt nur noch jetzt zweite Wochenende, Samstag und Sonntag. Und das Wochenende dazwischen, was ja eindeutig hier in meinen Unterlagen drin steht, nee, das machen wir nicht. Da habe ich ja kein volles Wochenende für mich. Hm. Ja, aber wie oft verzichte ich auf meine Tochter? Was machst manchmal, du jetzt? Was willst du jetzt tun? Ja, also ich schreibe jetzt gerade einen Antrag. Also der ist eigentlich fast fertig. Und ja, jetzt gehe ich wieder vors Gericht. Ich möchte das Wechselmodell. Und ich gehe auch ohne Anwalt vors Gericht. Weil ich halt der Meinung bin, vielleicht sehen die Gerichte das nicht so, aber rein menschlich gesehen kann ich für mich selber sprechen. Und da brauche ich niemanden, der mich da vertritt. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich sage so, wie es ist. Und ich habe meine Meinung, meine Erfahrung. Und deswegen gehe ich auch alleine vors Gericht. Wenn ich jetzt so sehe, die andere Seite, das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man ans Gericht schreiben lässt von der Anwältin, so den und den Termin habe ich nicht eingehalten. Und weißt du, das sind so Sachen wie... ja, nee, ich bin ja so unzuverlässig, weil wir hatten ja abgemacht, 15.15 Uhr hole ich sie ab, donnerstags. Und das war letztes Jahr so gewesen, da habe ich ein bisschen länger gearbeitet. Ich hole sie jetzt mal, das war bestimmt 3 oder 4 Mal ist es vorgekommen, jetzt innerhalb eines Jahres, also vor dem letzten Gerichtstermin, da habe ich sie erst um 15.30 Uhr abgeholt. Und sowas muss man dann auch vor Gericht erwähnen. Ne? Der ist ja nicht so zuverlässig. Jetzt wurde abgemacht, dass ich sie um 15.30 Uhr abhole. So, und jetzt ist es aber so gang und gäbe. Oder nach Absprache früher.
Jetzt ist es gang und gäbe, schon lange so, dieses Jahr schon immer so gewesen, dass ich sie um 15 Uhr abhole. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die Gegenpartei jetzt auch sagt, Mensch, der ist ja super, der ist ja beruflich flexibel, der holt sie jetzt sogar um 15 Uhr ab, nicht um 15.30 Uhr. Da bin ich ja mal gespannt, was da kommt. Du musst halt aufpassen, aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Dieses Video wird ja wahrscheinlich vor eurer nächsten Verhandlung veröffentlicht werden. Man könnte dir vorwerfen, dass du des Kindes wohl gefährdest, weil du online in der Öffentlichkeit über das Wechselmodell redest. Au. Oh. Ja, das ist natürlich schlimm. Also bei mir stand im Beschluss vom Oktober 2018 stand wirklich drin, dass ich meine Kinder durch die Internetpräsenz freifam, also freifam.de stand nicht mal drin, es stand einfach nur drin, durch die Internetpräsenz seelisch und körperlich schädigen würde. Also das könnte sein, wenn du darüber redest vor den Kindern, dass du denn nur noch in Begleitung. Ne? Das ist so. Das haben sie ja, ja bei mir. Ja, ja, bei uns ist es ja nach wie vor so. Das ist vom Gericht als Schädigung der Kinder, als Gefährdung der Kinder eingeschätzt worden. Wenn ich mit meinen Kindern über das Wechselmodell rede, dann ist es eine Manipulation. Das heißt, wenn du als Vater deinen Kindern erklärst, ihr dürft, ja, wenn ihr wollt, dann dürft ihr bei beiden Eltern leben, das ist euer Recht, dann beschließt das Gericht, wie bei uns, ja, das Amtsgericht Ulm, und das Jugendamt hat behauptet im Altdonaukreis, das sei eine Kinderschädigung, dann wird beschlossen, dass die Kinder den Papa nur noch alle 2 Wochen, 2 Stunden unter Beobachtung von 2 Frauen sehen dürfen. So schlimm von bist du zwei dann. Frauen, ja. Mhm. Von natürlich, ein Mann darf es natürlich nicht sein. Aber dir muss man das auch immer wieder sagen. Ne? Ich habe das ja, ich kenne deinen Bericht darüber. Ich kann dir nur sagen, das kann sein, dass du das nur noch unter Aufsicht machen darfst. Ja, natürlich. Und also, nur noch unter, ja, weil Gleichberechtigung von Vätern ist schädigend für Kinder, ja. Das darfst du nicht sagen. Und du darfst deine Kinder auch nicht in Gleichberechtigung und nicht zur Gleichberechtigung erziehen. Wenn du in Deutschland deinen Kindern erklärst, dass Papa und Mama gleichberechtigt sind, dass es für die Kinder gut ist, Kontakt zu beiden Eltern zu haben, dann sehen das Jugendamt und das Familiengericht darin eine Schädigung der Kinder. Um es noch abzuschließen, die haben dann damals klammheimlich im nächsten Beschluss das mit der Internetpräsenz nicht mehr gebracht, weil ich habe da damals geschrieben, dass ja nicht ich die Kinder schädige, sondern die Person, die den Kindern Zugang zum Internet gibt, um sich diese Sachen anzuschauen, ja. Und dann war es natürlich weg, ja. Weil die Frage ist ja, wenn ein Vater seine Kinder schädigt, weil er im Internet über das Wechselmodell berichtet, seine Meinung sagt, dann hieße das ja, dass auch die ARD oder die Süddeutsche Zeitung oder NTV oder wer auch immer über das Wechselmodell berichtet, ja eigentlich Kinder schädigen könnte. Oh. Ja, dann wird ja demnächst das ARD ja auch böse Klagen bekommen. Sie haben es ja weggemacht bei mir. Jetzt ist es nur noch so, die vom Jugendamt hat damals im Dezember 2018 dann gesagt, Herr Krogens, öffentlich dürfen Sie alles sagen, was Sie wollen, aber privat nicht. Das heißt, das ist ein privater Maulkorb vom Jugendamt, über was ich mit meinen Kindern reden darf. Das sind ja verfassungskonforme Sachen, ja, also Gleichberechtigung steht ja im Grundgesetz drin. Elterliche Sorge. Also ich habe meine Kinder nur verfassungskonform erzogen. Also von mir der Tipp, vielleicht wird man bei dir dann auch, und du bist ja noch schlimmer, weißt du, erlebst ja, wie gut das Wechselmodell ist für ein Kind. Du bist ja eigentlich noch eine viel größere Gefahr als ich. Bei mir ist es ja im Grunde nur theoretisch. Ich habe das Wechselmodell bisher noch nie leben dürfen. Du bist ja noch schlimmer. Du hast ja Erfahrung. Also im Grunde bist du ja noch eine viel größere Gefahr für deine Tochter, als ich es je für meine Kinder sein könnte. Ja. Aber das ist, wie die Anwältin der Gegenpartei ja sagt, ist das
ist das alles nicht so schlimm, dass wir das, das Wechselmodell nicht, das ist ja auch alles nicht nötig, weil mal ein Beispiel, wenn mein Sohn, es kam ja schon öfters vor, dass mein Sohn abends mal so weinend im Bett lag und habe mich so hingesetzt und was ist los mit dir? Warum weinst du denn? Ist alles gut? Ja, das ist immer an den Tagen, wenn ich merke, dass meine Tochter bei mir war. Und ja, und dann sagt er zu mir, ja, ich vermisse. Und das ist schon echt hart. So. Und wenn dann so solche Sätze kommen von der Gegenpartei, von der Anwältin, ja, nee, das ist alles nicht so schlimm. Und ich weiß nicht, ob das für meinen Sohn so eine gute Nachricht ist oder ein guter Trost ist, wenn ich sage, ja du, aber die Anwältin von der Mutter hat gesagt, dass es doch alles gar nicht nötig ist, dass sie hier ist und Wechselmodell, dass sie dann auch mit dir zusammen aufwächst. Das ist alles nicht so schlimm. Also ich weiß nicht, ob das ein guter Trost ist. Ich glaube eher nicht. Ja, dein Sohn, der erlebt es ja ganz anders als deine Tochter. Also dein Sohn, der muss ja keine Angst haben um seine Eltern. Der, ich nehme an, wenn er sagt, ich möchte zum Papa morgen, dass es dann auch möglich ist, wenn es halt jetzt nicht irgendwas, Schule oder irgendwelche Termine gibt, das zu kurzfristig ist. Aber deine Tochter, die hat dieses Erlebnis nicht. Die muss ja im Grunde immer befürchten, dass sie dich nicht sieht. Zuerst hat sie dich jedes Wochenende gesehen. Jetzt ist es weniger. Als dreijähriges Kind hat sie ja noch nicht so das Zeitgefühl, aber unterbewusst merkt sie das natürlich. Ja, das ist so. Und ja, wenn sie dann bei mir ist, dann und ich sie dann wegbringen muss, dann merke ich auch schon manchmal so, wenn sie merkt, dass ich sie wegbringe, dann läuft sie meistens weg oder ist manchmal echt schwierig. Und dann kommen so Sachen wie, wenn ich sie mit ihr Auto fahre, dann kommen aus freien Stücken von ihr, so, das waren so die ersten Sätze so teilweise damals, so will nicht zu Mama, mag nicht zu Mama, will Papa bleiben, will mit meinem Sohn spielen und dann ist sie, als ich sie dann hingebracht habe, sie aus dem Auto gelassen habe, dann ist sie dann manchmal umgedreht, dann ist sie nicht zur Haustür von der Mutter gelaufen, sondern sie ist dann manchmal umgedreht, hat am Türgriff vom Auto so, mit, Papa mit, will nicht Mama gehen. Ja, aber das sind so Sachen, die will keiner hören. Aber ich will ja auch nicht damit sagen, dass sie nicht zur Mutter will. Ein dreijähriges oder ein zweijähriges Kind sagt manchmal was vielleicht nicht so unbedingt gemeint ist. Natürlich möchte meine Tochter zur Mutter hin. Aber wenn ich sowas sehe, dann merken wir doch gleich, dass sie sich auch bei mir wohlfühlt, dass sie auch gerne bei mir sein mag. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Hast du sowas Ähnliches bei deinem Sohn auch erlebt? Es gab mal Zeiten, die sind aber schon länger vorbei, als er noch so 4, 5 war. Da hat er auch manchmal sowas, dann hat er damals auch manchmal hier angefangen zu weinen und dass er Mama vermisst. So. Andersrum aber auch. Dass er bei Mama war und dass er zu Papa wollte. Und ja, dann ist schwierig. War der auch so 3? Oder wie alt war er da? Nee, er war 4, als wir uns getrennt haben. Aha, das heißt, er war schon älter, als ihr euch getrennt habt, als es deine Tochter war. Mhm. Die war 1 Jahr alt, als ihr euch getrennt habt. Okay. Aber dann war das für den. War noch früher. Okay. Ja. Dann war das für deinen Sohn dieses Vermissen der Mutter und Vermissen des Vaters. Ist ja nicht ein ganz normaler Prozess. Du merkst halt, wenn du bei Papa bist, dass die Mama nicht da ist und war wahrscheinlich seine Art, auch diese Trennung dann zu verarbeiten. Ja, es ist halt echt schwer fürs Kind halt, ne? Die Trennung. Und
man muss halt das Beste draus machen. Es ist schon eine genug Belastung fürs Kind, dass sich die Eltern getrennt haben. Aber dennoch sowas draus machen wie jetzt so ein Residenzmodell. Also das ist eigentlich das Beste, was man draus machen kann aus der Trennung. Das Wechselmodell fürs Kind. Ich habe gerade überlegt, als du das erzählt hast von deiner Tochter, ja, also auch du, ja, von unserer Erfahrung mit Jugendamt und Familiengericht, wir überlegen dann gleich, wie könnten die das gegen mich verwenden? Und wenn du jetzt erzählst, die Tochter, die geht zu dir zurück vom Auto und zieht an der Tür, ja, dann könnten die zum Beispiel sagen, ja, der Vater manipuliert das Kind gegen die Mutter. Ja. Dabei ist es, das habe ich gefragt, ja, man sieht, dass es bei den Kindern ein ganz normaler Prozess ist, um mit der Trennung der Kinder, der Eltern umzugehen und mit der neuen Situation umzugehen. Aber die Jugendämter und dann in der Folge die Gerichte machen aus so ganz normalen Prozessen, machen die ein Argument, um die Eltern gegeneinander auszuspielen. Ja, das ist dieses, was du sagst, das ist, für mich ist das einfach in einfachen Worten gefasst, ein unnötiges bla bla bla. Es ist Gequatsche. Dass man irgendwas zu reden hat, irgendwas gegen den zu verwenden hat, dass man irgendwas. Aber das ist ja nichts Realistisches. Aber es ist ja auch gefährlich, weil gerade die Jugendämter, die machen das ja bewusst und gezielt. Die wollen ja da Zwietracht sehen zwischen den Eltern, nehmen eine Verhaltensweise von dem Kind, die ganz normal ist, altersadäquat, situationsadäquat, und benutzen das, um einen Elternteil schlecht dastehen zu lassen. Ja. Ich weiß nicht, was das Jugendamt, soll das irgendwas mit Kindeswohl zu tun haben? Einfach mal so eine Fragestellung. Es heißt ja Jugendamt. Ich weiß nicht, also ich habe da nicht so die guten Erfahrungen mit. Ich meine, jetzt stell dir mal vor, du gehst als gestandener Mann, als Vater zum Jugendamt hin und willst dich da beraten lassen, meinetwegen bei einer Erziehungsberatungsstelle, und dann sitzt da eine 21-Jährige und will dir erzählen, wie man am besten mit dem Kind umgehen kann. Hm. Hä? Was stimmt mit euch nicht, Leute? Also man muss die Hintergründe verstehen. Ich habe das am Anfang auch alles nicht gewusst. Ja. Ich habe vom Jugendamt nicht gewusst, bevor wir uns getrennt haben. Ja. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Und das Jugendamt ist ja so strukturiert, es ist ja eine Behörde, wie die Polizei auch. Und ja, untersteht ja dem Landrat oder dem Oberbürgermeister, gehört also zur Kreisverwaltung oder Stadtverwaltung dazu. Und dann gibt es ja diesen Jugendhilfeausschuss. Das ist so eine Art Kontrollorgan, aber der gibt auch so die Leitlinien für die Jugendämter vor. Hm. Und das ist ein rein politisches Organ. Ja, da sitzen dann aber auch Leute von den freien Trägern wie Caritas, Diakonie oder auch Leute von Schulen, aber auch zum Beispiel Richter von dem Amtsgericht oder OLG, die sitzen da auch mit drin. Oder auch Leute, denen Heime gehören, Heimleitung und sowas. Und die entscheiden da in ihren Sitzungen 3-4 Mal im Jahr so die grundsätzliche Politik von Jugendämtern. Und dann ist eigentlich klar, warum ein Jugendamt so agiert, wie es agiert, weil das alles politische Vorgaben sind. Der Landrat, der Oberbürgermeister, die Kreisräte, ja, wenn jetzt ein Kreis hauptsächlich CDU-dominiert ist, was machst du dann als Beamtin im Jugendamt? Du orientierst dich an der Politik, und die CDU ist jetzt nicht bekannt dafür, dass sie moderne Familienmodelle bevorzugt. Also traditionell bleibt die Mutter zu Hause und der Vater arbeitet, und wenn die Eltern sich trennen, dann sagen wir als Jugendamt eben, wie es sein soll, nämlich der Vater arbeitet und die Mutter bleibt zu Hause. Wenn jetzt die Politik eher grün dominiert ist, na, die Grünen sind halt sehr für den Feminismus,
Da gibt es auch welche, die sagen, Väter sind nicht so wichtig. Ja? Das ist quasi, ich sag mal, das linke Extrem unter den politischen Gruppierungen, die jetzt für Väter nicht so toll sind. Ja, dann orientiert sich halt jemand im Jugendamt daran, weil also wer entscheidet denn über deine Einstellung, deine Beförderung und so weiter? Das ist doch das Landratsamt oder in der Stadt, ja, der Bürgermeister. Also das sind Leute aus dieser Behörde und die sind alle Politiker. Und wenn du die Sachen nicht so erledigst, wie es denen ihrer politischen Überzeugung entspricht, dann kommst du auch schwerer nach oben. Ja. Ja, das ist so. Das habe ich auch schon so festgestellt. Das ist einfach nur eine Behörde. Ja, ich würde sogar Wie gesagt. sagen, eine politische Behörde, also so unabhängig, wie das Jugendamt sich gern gibt, ist es überhaupt nicht. Da wird Politik gemacht, Familienpolitik und das Kindeswohl ist ein leeres Gefäß, ein undefinierter Begriff und es ist alles das Kindeswohl, was der politischen Mehrheit in diesem Kreis, in dieser Stadt passt. Das ist so. Ja. Oh Gott, jetzt habe ich dich deprimiert mit diesen Ausführungen. Naja, aber ja, so oder so ähnlich habe ich es auch schon ja, erfahren. Ich meine, ich habe ja auch schon so einige Briefe mit dieser netten Mitarbeiterin vom Jugendamt ja schon geschrieben. Und natürlich sind bei mir auch so ein paar unangenehme Fragen gekommen und vielleicht auch so ein paar mehr, so vielleicht so vier DIN A4 Seiten voll mit unangenehmen Fragen. Aber da sagt sie, nö, dafür bin ich kein Ansprechpartner für. Ich vertrete ja nur die Interessen des Kindes. Des Kindes, meines Kindes, die diese Person noch nie gesehen hat, möchte die Interessen meines Kindes vertreten. Ist das nicht irgendwie, was ist los mit euch, Leute? Was stimmt da mit euch eigentlich nicht? Ja, vor allem die spalten das ja dann gleich auf. Die tut ja quasi so, wie wenn du die Interessen deines Kindes nicht vertreten könntest, sondern die vom Jugendamt müssen das machen. Ja, hier steht ja sowas drinne wie, was war das nochmal? Ich muss da mal eben gucken. Ja, dass man sinngemäß bereit ist dazu, Unterhalt zu leisten in Höhe von bla bla bla. So, jetzt habe ich das durchgestrichen, habe geschrieben, ja, ich bin bereit dazu, Unterhalt zu leisten im Sinne vom Wechselmodell als ja, Naturalunterhalt, so wie sich das gehört. Termin sofort. Nachdem du das geschrieben hast, haben die geschrieben, Termin sofort, oder du hast es geschrieben? Nee, ich habe da den Termin untergesetzt, es stand ja ab Datum musste ich Ach ausfüllen, habe so, ich geschrieben, ja. sofort. Wechselmodell sofort. Sofort. Ja, wenn die Ist mich gut. fragen, also keine Ahnung. Da stehen ja so viele Fragen drin, das ist ja unglaublich. Du, was, also das ist ja praktisch irgendwie, du musst ja angeben, steht hier so alles schön so drin, was du denn für ein Vermögen hast und ja, im Prinzip, was du für ein Auto fährst und was für einen Wert du das Auto hat. Und ob du Immobilien besitzt und wie viel Wert denn diese Immobilien haben, da habe ich einfach geschrieben, ist ja auch so, ich bin kein Fachmann, ich kann das nicht bewerten. Für ein Auto brauche ich einen Gutachter, für ein Haus brauche ich auch einen Immobilienmakler oder einen Gutachter, kann ich nicht bewerten. Und wenn sie mein Vermögen haben möchte, vom 29.12.2019, kann ich das auch nicht sagen. Weil
die Finanzmärkte laufen ja auch hoch und runter. Wie soll ich das jetzt nach 5 Monaten noch sagen? Aber Vermögenswerte sind doch gar nicht relevant. Es zählt ja nur dein Einkommen bei Selbstständigen ja 3 Jahre rückwirkend und bei Angestellten eben das, was du an Lohnzettel hast für aktuell. Das ist richtig, das ist die Berechnung. Aber ich gehe mal davon aus, mir steht das schon so drin, dass wenn man nichts verdient, dass sie denn daran gehen wollen. Dafür soll das ja, wohl sein. Damals, als es bei uns so weit war wegen Kindesunterhalt, habe ich mich da informiert. Und es ist so, dass die Jugendämter halt immer viel mehr erfragen, als nötig ist zu erfragen. Ja? Also gesetzlich gibt es da nicht für alles eine Grundlage. Die versuchen es eben. Also da würde ich nur das ausfüllen, was nötig ist, beziehungsweise formlos die Informationen hinschicken und gar nicht sich auf den ihr Formular irgendwie einlassen. Nee, das mache ich auch nicht. Sie beantwortet meine Fragen ja auch nicht. Von daher kriege ich ja auch keine Hilfestellung. Ich habe ihr auch geschrieben, wenn sie das möchte, kann sie ja einen Gutachter vorbeischicken, wenn sie das unbedingt haben möchte. Also ich werde da keine Angaben zu machen. Mir fällt ein typisches Zeichen, wie du erkennen kannst, dass du der Elternteil bist, der vom Jugendamt sozusagen in die Wüste geschickt wird, ist, wenn der andere Elternteil zum Jugendamt geht, dann reden die mit dir. Beziehungsweise du kriegst irgendwelche Schreiben vom Jugendamt, in denen drin steht, wir haben mit Frau so und so oder Herr so und so gesprochen. Aber wenn du hingehst, dann sagen sie immer, das sollten sie vors Gericht. Gehen sie genau. Vors Gericht. Ja? Genau. Dann bist nämlich du der den Antrag stellt, du bist der stört, der hier das Ganze eskaliert, indem er vor Gericht geht. Aber sie beraten dich nicht, sie beraten den anderen Elternteil. Dazu muss ich nochmal eben sagen, ich habe ja geschrieben, ja, also ich war jetzt eine längere Zeit krank, war im Krankengeld und ich habe dem Jugendamt ja geschrieben, dass ich habe ja auch mehr Fahrkosten, weil die Mutter ja umgezogen ist, mittlerweile 2-mal umgezogen ist, dass ich ja weniger verdiene und dass ich mehr Ausgaben habe. So, die Frau hat sich 73 Tage lang nicht gemeldet. 73 Tage hat sie sich nicht gemeldet. Dann habe ich ein Schreiben fertig gemacht. Ja, es könnte ja sein, dass ich mehr verdiene jetzt und ich müsste das ja dann angeben. 4 Tage später bekam ich Post. Hey, jetzt wollen wir aber hier eine Unterhaltsberechnung machen. Ne? Aber wenn ich weniger verdiene, nee, dann melden wir uns nicht, 73 Tage lang nicht, aber wenn ich mehr verdiene, und dann habe ich ihr geschrieben, ja, tut mir leid, ich habe ja nur geschrieben, im Konjunktiv, es hätte ja sein können, dass ich mehr verdiene. Ist ja aber nicht so. Aber schön, dass sie sich melden. Das ist gut. Das weißt ist du, richtig gut. Man muss damit nicht, man muss sich nicht immer drüber ärgern. Mittlerweile sehe ich das als noch witzig ein. Also meine Freundin lacht sich da auch immer einen weg, also wenn ich da was schreibe. Also ich mache mich da im Prinzip nur drüber lustig. Was sie sich eigentlich einbilden, so von oben herab, so dieses. Ich weiß nicht, also. Schwierig. Aber man muss damit ein bisschen mit Spaß beigehen. Jan, hast du noch was auf dem Herzen, was du sagen willst? Du hast mir, bevor wir das Video aufgenommen haben, erzählt, dass du dir Notizen gemacht hast. Ja, ich habe da so ein paar Sachen, aber ich habe da schon ziemlich viel mit dir besprochen. Und ja, ich würde einfach mal was mir wichtig ist, allen Vätern mal sagen, sie sollen nicht aufgeben, weitermachen, sich um ihre Kinder kümmern und auch mal überlegen, ob es immer das Richtige ist, sich unterwürfig zu zeigen oder auch mal draufzuhauen, weil nicht immer ist nett sein angemessen. Das ist manchmal nicht angemessen. Angemessen ist einfach mal angemessen zu sein. Ne? Also manchmal muss man auch mal durchgreifen.
Und ja, das ist eigentlich das Wichtigste, was ich als Botschaft mitteilen kann. Ich mache auch relativ ja, viel öffentlich, was auch so ja, Demos und so ist, damit alle das mitkriegen. Wenn eine Demo stattfindet, kennst du bestimmt auch in Köln, dass das auch möglichst viele Leute mitkriegen und da auch mal hingehen. Oder auch mal Petitionen mal verteilen überall. Da gibt es ja auch so ein paar Petitionen, die manchmal umhergehen und da sorge ich so ein bisschen dafür, dass sie auch mal eine Runde machen. Ich kann ja so ein bisschen was mit PCs und verteilen und hier und da. Ja, und das bloß nicht immer die Klappe halten, sondern auch mal was tun. Das ist wichtig. Und wenn wir alle mitmachen, dann kann das auch was werden. Das ist super. Das ist eigentlich ein tolles Schlusswort. Aber vielleicht sagst du noch kurz, wo du bist, also welches Jugendamt für euch zuständig ist und welches Gericht. Also das Jugendamt Cuxhaven ist zuständig und für uns ist das Gericht, das Amtsgericht Otterndorf zuständig. Okay, dann schauen wir mal, was die weitermachen. Vielleicht können wir ja in dem zukünftigen Video mal ein Update bringen zu eurer Ja. Situation. Ja. Das wäre ganz toll. Also ich muss dazu sagen, dass das Amtsgericht Otterndorf, also bis jetzt bin ich eigentlich bin ich zufrieden mit denen. Also ich fand das auch jetzt menschlich okay, die Urteile, die so stattgefunden haben. Es war jetzt nichts, was ich gemerkt habe, was irgendwie gegen mich als Vater geht oder irgendwas, sondern ich konnte schon sagen, ja, die sind mir gut entgegengekommen und ja, ich bin jetzt mal gespannt auf was jetzt bald kommt. Also es wäre echt toll, wenn das jetzt mal Richtung Wechselmodell geht. Das wünsche ich euch. Das wäre das einzig Richtige, vor allem bei einem Vater, der das Wechselmodell ja schon lebt und genau weiß, warum es so gut ist. Ja, ich weiß das. Cool, Jan, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Danke für deine Offenheit. Die Wahrheit währt am längsten und sie verändert auch Dinge. Deshalb danke für deinen Mut, das alles offen hier anzusprechen und dich zu öffnen. Danke auch. Dann bis bald. Bis bald, alles Gute, viel Glück und Tschüss. Erfolg. Ciao.